Mit Deus Ex Mankind Divided setzt Square Enix seine Cyberpunk-Reihe fort. Als Agent Adam Jensen muss der Spieler eine neue Verschwörung aufdecken. Dazu reist Jensen nach Prag. Im Jahre 2029 herrscht dort Apartheid. Augmentierte Personen mit Maschinenprothesen können sich nicht mehr frei in der Stadt bewegen und werden laufend von der Polizei schikaniert. Da Adam Jensen selbst vollgestopft ist mit Prothesen, ist er selbst Opfer dieser Schikanen. Warum die Menschen so sauer auf die Cyborgs sind, erfährt man in einem 12-minütigen Video, das die äußerst komplizierte Vorgeschichte aus dem Vorgänger Human Revolution erklärt. Einsteiger haben trotzdem Schwierigkeiten, den ganzen Verzweigungen und Machenschaften irgendwelcher Geheimorganisationen zu folgen. Eine etwas klarere Struktur hätte der Story sicherlich gut getan. Wer neu in die Serie einsteigt, sollte Human Revolution nach Möglichkeit vorab spielen. In Prag muss Jensen verschiedene Missionen erledigen. Die Stadt ist in Bezirke aufgeteilt, die per U-Bahn zu erreichen sind. So kaschiert das Spiel geschickt die recht langen Ladezeiten zwischen den Abschnitten. Bei den Missionen geht es meist darum, zu bestimmten Computern oder Personen in schwer bewachten Gebäuden vorzudringen. Direkte Konfrontationen sollte man besser meiden. Wird man entdeckt, heißt es meist Game Over. Selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad sind die Wachen meist haushoch überlegen. Jensen muss sich deshalb aus dem Hinterhalt anschleichen und die Wachen heimlich austricksen oder nach einem geheimen Lüftungsschacht suchen. Dabei hilft ihm sein Röntgenblick, mit dem er durch Wände sehen kann. Oftmals versperren elektronisch gesicherte Türen den Weg, deren Schlösser man hacken kann. Deus Ex startet dann ein kleines Minispiel, in dem man Knotenpunkte auf einer Matrix aktivieren muss, bis man zum grünen Ziel kommt. Bei jedem Punkt gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man entdeckt wird. Wenn man dann nicht innerhalb weniger Sekunden den Hack abschließt, wird man aus dem System geworfen und kann erst nach gut einer Minute einen neuen Versuch starten. Doch bevor der Spieler Adam Jensens Prothesen wieder richtig nutzen kann, muss er in einer der ersten Missionen einen Cyborg-Doktor aus den Fängen von Gangstern befreien. Der erklärt einem dann ausführlich, was es mit den einzelnen Implantaten auf sich hat. Im Vergleich zum Vorgänger hat der Schwierigkeitsgrad zugelegt. Die Wachen sind zahlreich und stets auf der Hut, sodass man für Missionen häufig mehrere Anläufe benötigt, bis man dann den richtigen Zugang gefunden hat. Trotzdem kommt man gut voran. Stets hat man mehrere Missionen gleichzeitig zur Wahl, sodass man zwischen ihnen hin und her springen kann, wenn man einmal nicht weiterkommt. Auf Bosskämpfe haben die Entwickler dieses Mal weitgehend verzichtet. Technisch hat das Spiel nach 5 Jahren keine großen Fortschritte gemacht. Die Figuren wirken zuweilen etwas kantig und Dialoge verlaufen nicht immer lippensynchron. Den Umfang hat Square Enix etwas reduziert, mit den rund 25 Haupt- und weiteren Nebenmissionen ist man aber immer noch über 20 Stunden beschäftigt. Hinzu kommen kurze Einzelmissionen in VR-Umgebungen, Breach genannt, mit denen man sich in Online-Ranglisten vergleichen kann. Zwar geizt Mankind Divided im Vergleich zum Vorgänger mit revolutionären Neuerungen und Erweiterungen. Wer endlich aber mal wieder ein komplexes Rollenspiel im Cyberpunk-Universum zocken will, ist hier goldrichtig.